Tiebreaks der zweiten Runde. Und einige deutsche Großmeister mussten in genau diese Tiebreaks. Zuerst wird 25 plus 10 gespielt, also zwei Partien, einmal weiß, einmal schwarz. Und danach 10 plus 5 und dann Blitz 5 plus 3 und dann Blitz 3 plus 2 und so weiter. Wie ist es unseren deutschen Jungs ergangen? Ich kann Jungs sagen, weil die Elipets ist ja schon in der dritten Runde, die muss ja gar nicht spielen. Aber es war dramatisch. Und wir gucken uns die Geschichte von Alexander Donchenko an. Hat die ein Happy End? Dramatik pur. Natürlich erfahrt ihr auch alle anderen Ergebnisse im Video. Viel Spaß. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselize Gunnis YouTube-Kanal. Wir gucken auf die Geschichte von Alexander Donchenko. Ein unfassbares, dramatisches Duell gegen Mateusz Bartel aus Polen, der starke Großmeister mit über 2600 Elo. Ihr seht das hier eingeblendet, 2625. Und Alexander Donchenko, der hat ja auch so einen Sprung gemacht mit 2684 auf dem Weg zum Super-GM. Aber es war so knapp. Es war so knapp und ob es ein Happy End gab, das zeige ich euch in diesen Partien. Ich habe mir die wichtigsten Partien rausgesucht. Das machen wir alles in einem Video. Ich mache einen Schnitt und dann zeige ich euch die nächste Partie und so weiter, wenn es notwendig ist. Also Wahnsinn. Und am Ende, also wer das alles nicht ertragen kann, der kann auch vorspulen. Und am Ende sage ich euch dann, wie die anderen deutschen Teilnehmer abgeschnitten haben in diesem Tiebreak-Tag sozusagen. Also, wir fangen an mit der ersten Partie zwischen Alexander Donchenko und Mateusz Bartel und das ist eine 25 plus 10 Bedenkzeit. Wenn euch gefällt, was ihr im Folgenden seht, ihr wisst, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich gar nichts mehr. Oder unterstützt mich gerne auch via PayPal mit einer Spende, so wie es der Siegfried wieder getan hat. Hier, du bist ja noch zum Dauergast, lieber Siegfried. Herzlichen Dank. Du bist hier natürlich verewigt. Also, jetzt gucken wir aber Schach, meine Lieben. Und jetzt schnallt euch an, holt euch was zu trinken. Am besten einen Tee, so wie ich, und mitfiebern. Also, Alexander Donchenko eröffnet die Partie mit, also die erste Schnellschachpartie mit D4. Wir sehen D5 und verzeiht mir, wenn ich etwas schneller über die Eröffnung rüber, über die Partie rübergehe. Wir haben einiges zu erzählen. Also, wir sehen hier ein E6, wir sehen Springer F3, ein Springer F6 und natürlich wisst ihr alle, dass wir hier in einem abgelehnten Damengambit gelandet sind. Springer C3, Läufer F7, so ganz klassisch, ja. Also so wie man das eigentlich auch spielen sollte, ja. Ich meine, da gibt es ja diese Ragusin, ach, hört doch alle auf. Spielt doch mal Läufer E7 hier, der Klassiker, den man schon immer gespielt hat. Königinsicherheit, ne? Schwarz macht das gut und A3 von Alexander Donchenko. Schwarz nimmt auf C4 raus, das ist üblich hier. Man muss das nicht machen, man kann auch B6 oder C5 spielen. Geht auch, ja. D schlägt C4, hat so ein einen kleinen Kick von der Sideline. Es ist erprobt. Ja, Vishy Anand, der hat das ja kommentiert, der hat das schon am Brett gehabt mit Schwarz und Boris Gelfand und Kramnik und alle. Aber man sieht das nicht ganz so häufig wie B6 oder C5. Naja, was ist hier los? Schwarz kann nicht B5 spielen. Warum nicht? Ja, weil der Springer das Feld überdeckt. Also hat Weiß Zeit, erstmal E3 zu spielen. Donchenko macht das hier ganz richtig. A6, jetzt droht auch B5, ja. Deswegen holen wir uns jetzt sofort den Bauern zurück, bevor wir nicht mehr dazukommen. Es kommt B5, Läufer geht zurück nach E2 und Läufer B7. Was haben wir für eine Stellung? Wir haben eine Stellung, die jetzt langsam auch wieder die bekannten Pfade verlässt. Ja, es gibt noch zwei, drei Partien in der Meisterdatenbank mit dieser Stellung. Ging beide Remis aus, kann ich sagen, aber jetzt sind die Spieler mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Wir haben eine relativ ausgeglichene Stellung. Wir haben eine solide Stellung, würde ich sagen, für beide Spieler. Damit C2 hier. Die Bedenkzeit, wie gesagt, 25 plus 10. Und ich kann euch sagen, die beiden Spieler sind hier well in time. Ja, also die haben überhaupt keine Zeitprobleme. Alexander Donchenko 20 Minuten oder 19. Und Mateusz Bartel hier 24 Minuten. Also das ist alles relativ schnell rausgeblitzt worden hier.
B4, guter Zug, und Schwarz versucht sofort A5 zu spielen, um dieses stabile Konstrukt aufzulösen. Der B4 hängt jetzt. Da muss man sich natürlich genau fragen, hängt der wirklich? Man weiß, kann auch mal den König in Sicherheit rochieren. Ihr seht, nicht hier immer gleich automatische Deckungszüge, Verteidigungszüge machen, König in Sicherheit bringen. Und warum kann man hier jetzt nicht nehmen? Ja, kann man schon, theoretisch. Es ist jetzt eine Variante. Naja, Weiß nimmt zurück. Und jetzt kann man hier auf B4 nicht wirklich nehmen, weil der B5 ja auch noch hängt. Und diese Stellung ist dann schon deutlich besser für Weiß. Also hier der starke Springer, der starke Läufer und so weiter. Also das ist eine gute Stellung. Natürlich gibt es hier Springer D5 noch in der Stellung. Wir gehen mal einfach weg, ja. Das ist eine gute Stellung für Weiß. Aber so kam es nicht. Ist es auch besser so, wenn Schwarz hier nicht nimmt. C6, einfach das Ganze mal stützen, ein bisschen solide spielen. Der Nachteil ist, dass dieser Läufer relativ passiv ist, ja. Der steht da so ein bisschen wie ein Bauer rum. Okay, na gut, schauen wir mal. Und Donchenko spielt hier filigran so ein bisschen, ja. Dame B3, okay. Springer D5, Und Springer tauscht sich einmal ab hier. E schlägt D5 und Läufer D3. Was würdet ihr sagen? Richtig, dynamisches Gleichgewicht. Übrigens für diejenigen, die sich wundern, schon wieder ein Push im Baby-T-Shirt. Ja, ich habe doch jetzt ein zweites. Ja, deswegen, ich habe nicht wochenlang mein T-Shirt nicht gewaschen, sondern ich habe jetzt ein zweites. Und deswegen, ne? Also, Springer B6, wo will der hin? Naja, leicht zu erkennen, hier ist ein wunderschönes Feld für den Springer. Also diese Stellung ist spitz auf Knopf und Weiß muss tatsächlich jetzt irgendwas bieten. Ja, Weiß steht nicht schlechter, das nicht, aber man Weiß muss sich halt mit diesem Springer auf C4 rumschlagen, der hier rein hüpfen wird in Kürze. Nehmen wir zum Beispiel jetzt Springer C4, klar. Aber gut, der steht halt da und dann muss man halt mal mit so einem Springer leben und um ihn herum spielen. Erstmal den Turm hier aktivieren, natürlich. Schwarz macht sich ein Luftloch H6 und Läufer C2. Es ist ein Lavieren auf hohem Niveau. Also hier vielleicht auch nochmal zur Zeit. Wir sind im 18. Zug und Donchenko hat nur noch 10 Minuten hier, ne? Und Schwarz hat 16 Minuten. Nee, ihr seht schon, dass die Lage spitzt sich zu. Läufer C8, Dame D3 und F5. Das ist ein bisschen überambitioniert. Ja, also diesen Zug kann man spielen. Aber der öffnet auch eigentlich ohne Grund irgendwelche Linien. Zum Beispiel die E-Linie hier. Okay, also der König wird auch geschwächt. Das ist, glaube ich, eher das relevante Thema. Also Donchenko nimmt hier natürlich raus auf D5, freut sich darüber, dass er endlich mehr Spiel hat und auch einen Springer gut positionieren kann. Und der Springer auf E5 ist das Gegengewicht zu dem auf C4. Ne? Alles wunderbar. Ausgeglichen. Dynamisches Gleichgewicht, vielleicht eine Nuance besser zu angenehmer zu spielen hier für Weiß. Turm A6, ja, so kann man den Turm auch mal ins Spiel bringen, ne? Irgendwo auf dieser sechsten Reihe operieren. Aber Donchenko spielt hier stark. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt noch 8 Minuten, ja, und entkorkten Zug wie A4, wow, das ist mal wirklich wow, würde ich sagen. Was ist denn das hier, dieser Bauernblock, nee, nicht Bayernblock oder Dortmunder Block, sondern Bauernblock, der hat hier, da muss man die ganzen Schlagzüge berechnen. Und am auffälligsten ist natürlich Läufer schlägt B4, natürlich, das kam auch in der Partie, aber man kann hier auch B5 nehmen. Okay, ich könnte jetzt noch zurückgehen, Varianten, was ist, wenn Schwarz erst auf A4 nimmt, aber lassen wir es einfach mal weg, weil sonst kommen wir ja gar nicht fertig. Ne? Also ich bemühe mich, das Wichtigste hier anzusprechen. Und ihr seht, jetzt hängt der Turm und das droht auch, dass Weiß diesen Springer schlägt und einfach den Bauern auf C4 sogar mit Schach abholt. Unangenehm. Plötzlich, unangenehm, was tun? Also man kann hier zwischentauschen, stimmt, ja, jetzt können wir den Turm nicht nehmen, weil die weiße Dame hängt. Das bedeutet, wir müssen erstmal den Springer entfernen, der Turm rettet sich nach E6, klar, und Läufer B3. Und das, jetzt erkennt jeder von euch, und ich auch im Übrigen, dass Weiß hier fantastisch steht. Ja, guckt euch diese brutale, man muss sagen, Diagonale an. Und dieser D5 ist unter Dauerfeuer. Das ist eine klar bessere Stellung für Alexander Donchenko. Dieses A4 war ein toller Zug, ja. Und ja, was bleibt Schwarz? Also irgendwie,
kann sich kaum rühren. Jetzt nimmt er hier einmal raus, der Matteo Spatel, Läufer schlägt E5 und das sind halt wie sagt man da, die Bishops of Doom. Also das sind echt grausam gute Läufer aus der Sicht von Schwarz, ja. Ja, Matteo Spatel versucht hier die Diagonale zu schließen, Turm F7 zu spielen, aber jetzt kommt natürlich der Turm ins Spiel. Also das spielt sich, wie würde man, das spielt sich fast von alleine. Also das ist eine so gute Stellung. Dame G3, man kann hier auch beliebig rumlavieren, mal matt drohen und so. Ne? Also der Turm deckt es, ich weiß, aber das ist einfach in dieser Zeit, in diesem Zeitlimit oder in diesem Zeitformat auch wahnsinnig schwierig zu verteidigen. Ja, es ist so, Alexander Donschenko hier 3,5 Minuten, aber sein Gegner noch 11,5 Minuten. Also zeitlich ist das noch okay für Schwarz. Ja, H4, Dame B6 und Dame D3. Weiß hat halt den Riesenvorteil, auch wenn er weniger Zeit hat, die ist nur noch 2,5 Minuten, dass er halt lapendeln kann. Und der König so gefährdet steht, immer wieder, ja. Also Schwarz kämpft, ja. Sehr ressourcenreich, Matteo Spatel. Und ja, Donschenko pendelt und macht und tut. Dame geht wieder zurück nach B6, Dame D3, Dame G6. Wollen Sie jetzt Remis machen? Dame F3 oder was oder wie? Matteo Spatel weicht ab. Er spielt hier Dame E6. Und warum tut er das? Warum weicht er der Zugwiederholung aus? Ganz einfach, weil Alexander Donchenko hat hier noch 1:10 Min. Und jetzt zockt, Schwarz zockt. Schwarz zockt auf den Gewinn, um den Weißen über die Zeit zu heben. War das geschickt? Mal gucken. Also Weiß steht hier besser. Ja, das ist klar, da hat sich nichts dran verändert. König G8, Dame G3, König geht wieder nach H7. Turm C2, das ist nicht einfach. Ihr merkt schon, wie Weiß steht gut, klar, nur wie geht das? Wie macht man das jetzt? Und Alexander Donchenko, es ist spannend. Er hat noch 50 Sekunden. Kann er die erste Schnellschachpartie gewinnen? Er pendelt mit dem Turm rum, Dame F7, alles pendelt rum. Dame F3, König G8. 30 Sekunden bei Alexander Donschenko und B6. Und das sind so Züge, die machen den Gegner auch mürbe. Ja, weil man muss jetzt die ganze Zeit mit Turm C7 rechnen, mit Läufer C7. Die Dame, die drückt ja auch immer auf D5. Ne? Also ihr seht ja, der D5 ist zweimal angegriffen, auch zweimal verteidigt, aber Schwarz muss ja die Verteidigung aufrechterhalten. Das ist so schwierig. Dame E6, guter Zug, greift hier an, aber die Stellung ist komplett platt. Jetzt, ja, Alexander Donchenko, Turm C7, das ist der richtige Zug und jetzt kann man hier nicht nehmen. Warum nicht? Naja, weil dann, pass auf, Dame schlägt B6, was machen wir jetzt? Nicht hier nehmen, hab's gerade falsch eingezeichnet. Jetzt ist die Deckung von D5 weg. Jetzt können wir hier nehmen und wenn der König zum Beispiel, also ich habe keine Ahnung, was man das jetzt macht, wenn man hier zwischentauscht zum Beispiel, ne? Zack, Turm C8. Wo läuft der König hin? Ich glaube nicht, dass er. Oh Gott, der kann hier gar nicht hin wegen Läufer G8. Der müsste nach F7 rauslaufen. Jetzt knallt es hier und es ist dann eine Mattsetzung in wenigen Zügen. Jetzt muss Schwarz schon Material opfern. Also, ihr seht, funktioniert nicht. Dame schlägt B6. Sehr stark von Alexander Donschenko. Aber Matteo Spatel ist ein ressourcenreicher Spieler. Das habe ich ja schon gesagt. A4 hier. Aber Alexander nimmt den einfach raus und jetzt kann man auf B6 nehmen, weil der Druck von D5 entfernt wurde. Okay. Aber der E7 hängt. Ja, Läufer schlägt E7. Und jetzt hängt, jetzt kann man dann doch auf F5 nehmen. Und wenn ihr euch diese Stellung anschaut, das ist eine klare Gewinnstellung für Weiß. Materiell ist es nur ein Mehrbauer, aber die Läufer sind zu stark und der Druck auf G7 ist auch zu hoch. Das ist eine klare Gewinnstellung. Computer gibt hier eine plus 10, kann ich euch sagen. Eine plus 10. Ne? Läufer F6. Und Alexander macht das auch ultra cool, ja. Läufer D7, schaut mal, König F8, Dame G6. Jetzt werden Mattdrohungen aufgebaut hier auf E8, ne? Also Dame muss das verteidigen. Läufer E6, die nächste Mattdrohung auf F7, Dame muss das verteidigen. Nächstes Schach, ach du lieber Gott, Läufer muss dazwischen. Und nach Dame F5 hat Schwarz die Partie aufgegeben, jetzt ist Feierabend. Der König kann nicht weg, der Läufer kann nicht dazwischen, weil er gefesselt ist. Also müsste Schwarz hier die Dame dazwischen ziehen und dann ist Matt im nächsten Zug. Boah, ganz stark von Alexander Donchenko. Ganz stark. Er hat
Dieses A4 hat mir so gut gefallen von ihm. Also ich weiß gar nicht mehr, welchem Zug das war. Ich muss mal gucken. Hier an der Stelle A4 zu spielen, ist richtig gut, ne? Also könnt ihr euch ja noch mal selber in Ruhe noch mal anschauen. Ich habe es ein bisschen schneller gemacht, denn wir gehen gleich in das Rückspiel. Also Matthäus Bartel dann mit Weiß gegen Alexander Donchenko. Ich mache mal einen Schnitt und dann, ja, sage ich nur dranbleiben. Das Video ist ja auch in Kapitel unterteilt. Könnt ihr auch hin und her springen. Dranbleiben. So, und da bin ich wieder nach dem kurzen Cut und wir gucken aus der Sicht von Alexander Donchenko das Rückspiel an. Und ich habe das deswegen jetzt aus der Sicht von Schwarz. Da muss ich nicht immer die ganzen, ihr wisst schon, die Bilder und die Namen neben dem Brett umdrehen. Aber es ist eh spannend, mal aus der Sicht von Alex Donchenko dieses Rückspiel zu erleben. Was passiert hier, liebe Schachfans? Es war spannend. Alexander führt mit 1 zu 0 dieses Match und wir gucken mal das Rückspiel an. Also, Matthäus Bartel, wie gesagt, ein starker Gegner. Ja, das habt ihr eben gesehen. E4, E5 hier und wir sehen Springer F3, Springer C6 und jetzt kein Italienisch, kein Spanisch, sondern wir sehen ein G3. Das gibt es, das kann man spielen, sieht man nicht häufig. Schlecht ist das nicht, nur man ist sehr ungewöhnlich, weil der Läufer natürlich hier gegen seinen eigenen Bauern guckt erstmal. Ja, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch wahnsinnig solide für Weiß und sehr schwer dagegen anzuspielen. Ja, wir vergessen nicht, Matthäus Bartel ist in einer Must-Win-Situation, also er muss diese Partie gewinnen. Ja, er geht das Ganze erstmal gediegener an, ruhiger an. Er sagt, ich möchte alle Figuren am Brett lassen, ja, um die Stellung zu komplex zu halten und schwierig zu halten und meine Chancen nicht zu minimieren, indem ich zu viel Material abtausche. Klar, also, jetzt ist schon, ich mache schon ein paar Züge. Die beiden Spieler bauen sich ganz normal auf. A5 hier, ein guter Zug sicherlich auch, ne? A4 ebenfalls ein guter Zug. Jetzt mal ein Luftloch machen, Läufer G5 rausnehmen, ja. Der Springer entwickelt sich über A3, der hat hier schöne Optionen, wie ihr seht. Also, das ist ein solider Aufbau von Weiß. Nicht besser als gegenüber Schwarz, aber ein solider und guter Aufbau. Und es ist vor allen Dingen, Weiß erreicht das, was er will. Er ist in einer Must-Win-Situation und er erreicht eine Stellung, in der alles passieren kann. Ja? Turm E1 erstmal, Läufer geht mal zurück nach A7, wird sowieso irgendwann ziehen müssen. Und der Springer, habe ich ja schon gesagt, hat hier eine tolle Option auf B5. Na gut, Läufer B6, ja, das hätte man auch gleich haben können, aber gut. H3, okay, auch erstmal. Wie gesagt, ihr merkt das, ne? Weiß spielt slowly but surely, ja. Läufer D7, Und D4, jetzt kommt dann doch der Zentrumsdurchbruch hier, D4. Ich kann nicht sagen, der Computer sagt totaler Ausgleich. E schlägt D4. Springer F schlägt D4 und hier zum Beispiel auch einfach mal damit C8 spielen, ne? Mal auch ein bisschen auf den H3 drücken. Ne? Man kann auch vielleicht Turm E7 spielen mit der Idee, Dame E8 und so eine Geschichten. Also geht jetzt noch nicht, ne? Ihr wisst wegen, obwohl der C7 ist noch gedeckt. Okay, ne? Da werde ich schon ganz selber ganz wirr im Kopf vor lauter Zügen. Aber auch möglich ist Dame E7, aber der Zug ist ein bisschen kritisch, ja. Weiß kriegt jetzt hier schönes Druckspiel. Die Springer stehen sehr, sehr stark. Der Läufer auf F4 guckt schon mal so ein bisschen hier rein und irgendwann muss man E5 rechnen. Oh, also selbst G4, G5 sind Optionen. Also das ist, es ist okay für Schwarz, aber nicht einfach, ja. Springer E5, das ist ein guter Zug, vor allen Dingen. Dieser Springer, ja, der kann sagen, also Schwarz muss bemüht sein, so muss ich es ausdrücken, verzeiht mir den Haspler, Material abzutauschen, die Stellung zu vereinfachen. Aber ihr seht, Springer F5, ich glaube, den nehmen wir mal lieber raus, ja, klar. E schlägt F5 und Turm B8, ja, warum Turm B8? Naja, plötzlich ist dieser Läufer, habe ich am Anfang noch gesagt, der ist so eingesperrt, ja, gegenüber dem E4. Der guckt auf seinen eigenen Bauern. Jetzt auf einmal ist er wieder mal der Superstar, wie so oft zum Beispiel im Katalanen das der Fall ist. Und Weiß sagt, okay, schlecht stehe ich mal nicht, ich mache Attack. G4, klar, warum nicht?
cool bleiben, erstmal rausgehen aus der Gegenüberstellung. Dame D7 ist der richtige Zug von Alexander Donchenko. Läufer G3 und Springer C4. Also mit gutem und genauem, akkuratem Spiel hat es Alexander Donchenko geschafft, hier Ausgleich herzustellen. Alles kann passieren. Das ist das Typische. Ah, dynamische Gleichgewicht. Was aber völlig unklar ist, ja, für beide Spieler. B3 greift den Springer an. Jetzt tauschen wir erstmal ein Turmpaar aus. Ich habe ja gesagt, Alexander muss daran gelegen sein, hier zu vereinfachen. Turm E8 mit Tempo, jawohl. Dame geht wieder weg. Und jetzt muss dann der Springer doch ziehen. Der geht zurück nach E5. Wunderbar. Und jetzt kann man hier nicht nehmen, weil der Turm ja inzwischen auf E8 steht. Ne? Okay, also Turm A2, jopp, möchte den Turm hier oder hier oder so irgendwo hinstellen, wahrscheinlich D2. Und Springer C6. Also jetzt wird so schon wieder laviert, die Pläne sind nicht klar. Jetzt spielen wir dann doch Turm E2, Turm E7 und König F1. Ja, things are heating up, würde man im Englischen sagen. Also die Dinge, die verschärfen sich hier, ja. Dame E8, Läufer H4. Merkt ihr das? Das ist nicht unbedingt schlechter für Schwarz. Schwarz steht immer noch solide und gut, muss aber immer checken. Hier droht ein Schlagzug irgendwann. Der Turm muss immer hier bleiben, weil sonst der C7, also beziehungsweise der Läufer muss auch hier bleiben. Wenn der getauscht ist hier auf F6, entschuldigt, dann muss der Läufer immer den C7 bewachen. Es ist halt, es hängt nicht direkt was, aber es ist ein Druckspiel. Das will ich damit sagen, ja. Turm E5, wieder Läufer G3, Turm E7 und Alexander Donchenko sagt, jo, lass Remis machen, dann bin ich in der nächsten Runde. Läufer H4, Turm E5, aber das geht ja nicht. Weiß ist in einer Must-Win-Situation. Also Action, Jackson, F4. Ja, der Turm, mal nach E3. Und das ist kritisch. Turm E3 ist kritisch. Jetzt geht Läufer F2 und jetzt frage ich euch, wohin mit dem Turm? Der kann nicht so wirklich nach E7, weil dann tausche ich hier auf B6 raus. Das habe ich euch vorhin schon mitteilen wollen. Das wird unangenehm. Aber besser ist, man tauscht hier sofort ab jetzt erstmal. Kam auch in der Partie. Jetzt ist die Vereinfachung da. Hier noch einmal zwischenschlagen. Weiß tauscht hier raus. Und wir sind am Ende des Tages nach diesen vielen Abtauschereien in einem Endspiel gelandet. Springer D8 deckt den und der Springer deckt den C7. Was soll ich sagen? Was glaubt ihr, wer in diesem Spiel auf Gewinn spielt? Habt ihr die gleichen Befürchtungen wie ich? Ja, das ist Weiß, ja, und das ist so schwierig zu verteidigen. Also zeitlich sind beide okay, 10 Minuten beide noch. B4 und ihr werdet sehen, jetzt okay, C6, ja, man kann den Springer zumindest mal kicken, aber der ist unangenehmski. Schlägt B4 hier, einmal raustauschen, und Springer C7. Also Schwarz braucht ewig, um sich zu befreien und ich kann euch sagen, jetzt ist das materiell ausgeglichen, ne? Die Engine gibt hier einen weißen Gewinn schon. Es ist unglaublich. Also, warum? Es ist doch zum Beispiel sogar ein 3 gegen 2. Da werdet ihr auch doch sagen, wieso ist denn das eine weiße Gewinnstellung? Schaut mal hin. B5. Müssen wir schlagen, keine Frage. A schlägt B5. Und der Springer kann nicht ziehen, weil dieser Bauer hängt. Also spielen wir mal B6, ja? Aber jetzt sneakt der Läufer andersrum. Der kommt so ins Spiel. Springer B7, zumindest hat Schwarz jetzt seine Springer irgendwie aktiviert, zumindest besser gestellt als auf der Grundreihe eben. Ja, aber Springer C8, ne? Okay, D5. Können wir hier schon nehmen? Nein, Achtung, Achtung, Springer D6 und der fällt. Haha, das ist sehr trickreich wieder von Alexander Donchenko. Er spielt hier einfach D5, aber Matthäus Bartel passt auf. Warum nehmen? Erstmal König E3 spielen. Ja, und das ist eine Gewinnstellung. Ich habe es euch schon gesagt, Springer C5, Springer schlägt B6, Springer B3, Springer D7. Guckt mal, ne? Was ist das für ein Bauer? Ein Pushing Baby Bauer. Hier gibt es einen Schach. Schach gesehen, Schach gegeben. König geht einfach wieder weg. Springer E8.
B6, ja, das ist es. Das ist es. Nicht zu stoppen, dieses Untier hier. Läufer G2, schaut mal, diese Diagonale. Der Bauer läuft. Der Bauer wird laufen. D3, Schwarz hat ja auch noch einen Freiborn, aber reicht nicht, ja. Jetzt muss man opfern. Ja, ihr seht, der läuft uns einfach durch, ne? Schaut mal. Läufer schlägt B7. Springer D4, jetzt halt eine Figur weg und das ist halt nicht zu kitten, ja. Das ist natürlich verloren für Schwarz, klar. Also hier kam noch Springer E2, letzten zwei, drei Züge, Läufer F3, Springer G1, Läufer G2, jetzt der Springer ist total dominiert, geht zurück nach E2 und nach Springer E5 hatte Alexander Dontschenko dann auch ein Einsehen und hat aufgegeben. Boah, die Dramatik. 1 zu 1 und es ging, liebe Leute, in die verkürzte Bedenkzeit. 10 plus 5 und diese beiden Partien sparen wir uns. Warum? Sonst wird das Video noch viel länger. Dieses 10 plus 5, wieder 1-1. Die haben sich's richtig gegeben. Dann ging es zu 5 plus 3, wieder 1-1. Ja, du meine Güte. Dramatische Partien, liebe Leute. Und dann ging es in den absoluten Entscheid. Und zwar beim verkürzten Format 3 plus 2 gibt es nur eine Partie. Es sei denn, die Remis aus, dann gibt es natürlich noch eine. Aber es gibt nicht mehr zwei Partien, es gibt nur eine. 3 plus 2. Und der Sieger ist weiter und der Verlierer scheidet aus. Und die Partie, die schauen wir uns jetzt an. Kurzer Schnitt. So, da bin ich wieder. Die Farben wurden ausgelost. Alexander Donschenko bekommt Weiß in diesem 3 plus 2 Superdrama. Also, das war sowas von knapp. Und es musste der Blitzentscheid her. Wie gesagt, eine Partie, eine einzige. Es sei denn beim Remis, dann gibt es die nächste. Tja, da kann man nur Daumen drücken. Wir gucken uns diese 3 plus 2 Blitzpartie an. Was passiert? Alexander eröffnet mit C4. E6, Springer C3 und wir landen in einem, ihr ahnt es schon, per Zugumstellung, in einem was? Abgelehntes Damengambit, aber diesmal mit in der sogenannten, ist ja ohne Springer F6 im Moment noch, wie ihr seht, ja, das nennt man die Korusek, wie spricht man es aus? Karusek-Variante, glaube ich, so spricht man es aus. Hier mit einmal rausnehmen, ja, okay, und E schlägt D5, Läufer F4 und jetzt Springer F6. Also, das ist so ein abgelehntes Damengambit, Karussek-Variante, so heißt die, wenn ich richtig informiert bin. Also, ihr müsst mich korrigieren. Anyway, es ist halt spielbar für beide Seiten, ja. Also, E3, König in Sicherheit, zweimal pro Video, weil es zu lang ist. Läufer D3, C5. Okay. Ihr seht, Kampf. Kampf, es wird Kampf bis aufs Messer, liebe Schachfreunde. Ich versuche den Spannungsbogen nicht weiter zu erhöhen, weil das gelingt mir gar nicht. Wir sind hier in der Entscheidung. D schlägt C5, Läufer schlägt C5 und Springer F3. Ich habe das live gesehen. Den Spielern zitterten auch ein bisschen so die Hände. Es ist halt, es geht um Geld, es geht um Renommee, es geht um die dritte Runde und wow, Springer C6, Rochade. Läufer G4, warum nicht? Wir fesseln mal diesen Springer. Ja, also Matthäus Spatel, der hält dagegen. Das ist auf Augenhöhe, was die zwei hier veranstalten. H3, der Läufer hält die Fesselung aufrecht und wir gehen mal lieber dazwischen. Ja, weil dieses unangenehm, wenn man diesen Springer nicht ziehen kann. Jetzt kann man ihn zum Beispiel da hinstellen oder da hinstellen oder whatever, wohin. Aber zumindest ist die Fesselung jetzt mal aufgehoben. Das ist schon mal gut. H6, okay. Und Turm C1, natürlich. Türme entwickeln, wo gehören Türme hin? Das wisst ihr, auf die offenen Linien. Läufer geht, ne, der hängt latent, weil er nicht verteidigt ist. Der geht erstmal nach B6. Und Alexander Donschenko hat jetzt diese Stellung vor sich. Beide Spieler bei 2 Minuten 30. Okay? 2 Sekunden Inkrement. Springer A4. Ja, klar, vielleicht mal diesen unangenehmen Läufer nehmen, vielleicht auch nicht. Also, jedenfalls, der Springer macht hier eine ganz gute Figur, obwohl er am Rand steht, aber er hat Optionen hier. Also, jedenfalls versucht Matthäus Spatel, diesen Läufer auf F4 mal zu neutralisieren und Alexander Donschenko stimmt dazu, nimmt den raus. Und jetzt steht die Dame zwar im Vis-à-vis, aber es gibt ja, man kann das gar nicht ausnutzen im Moment. Deswegen erstmal Felder nehmen. A3,
ne, damit nicht die Dame zieht und dann der Springer dieses Zugangsfeld hat hier. Und es ist nicht klar. Es bleibt ein dynamisches Gleichgewicht. Dynamisches Gleichgewicht. Läufer schlägt F3. Also, das ist, war unangenehm. Ja, der Springer hatte sehr gute Optionen. Also vor allen Dingen auch D4 hier. Natürlich E5 nicht, aber D4. Deswegen raustauschen. Läufer schlägt F3. Und Turm AD8. Mann, es ist so unklar. Eine Kleinigkeit spricht für Alexander Donchenko. Wir haben wieder mal das Phänomen mit 1, 2, 3 und machen wir mal in Rot mit drei Bauerninseln, die Schwarz verteidigen muss. Weiß nur zwei. Ja? Es ist ein kleiner Vorteil für Weiß. Natürlich in der Blitzpartie, was ist das schon wert? Ja, Dame B3 und Dame E7. Mal aus der Gegenüberstellung, dem Vis-à-vis rausgehen von Turm und Dame. Okay, Turm kommt ins Spiel, der zweite, Turm FD1 und Springer E4. Dieser Zug sieht gut aus, ja, und er ist nicht besonders gut. Aber das ist im Blitz fast überhaupt nicht zu erkennen. Der richtige Zug wäre hier entweder zu nehmen, noch stärker ist Springer C3 und mal richtig hier den D5 anzubaggern, ja. Das ist, der hängt ja jetzt schon. Und weil das so ist, hat Alexander den auch direkt genommen. Und das ist richtig schlecht. Das ist ein Fehler. Meine lieben Fans, Springer C3, ich muss euch die Variante kurz einstreuen. Was macht denn Schwarz dann? Was macht denn Schwarz? Wollt ihr hier raustauschen? Dann nehme ich mit der Dame. Und jetzt habt ihr das Problem, dass der D5 aufgeht. Also, wie sagt man, der hängt. Und wie verteidigt ihr den? Ich weiß auch nicht, so oder sagt mal irgendwas, sowas, ja. Der Druck wird immer höher, ja. Jetzt hängt er schon wieder. Man kann den nicht verteidigen und deswegen steht es das für Weiß sehr, sehr gut. Ich will auch nicht jetzt zu lange rumschwadronieren. Alexander Donchenko hat direkt genommen. Ich habe gesagt, das ist ein Fehler. Warum? Weil jetzt sollte Schwarz tauschen. Das würde so weitergehen, kam nicht in der Partie. Ja. Turm schlägt D5, Dame schlägt D5 und Springer schlägt F2. Das ist der Knackpunkt. Das kann man natürlich im Blitz locker übersehen. Schaut mal, König schlägt F2, ja, aber das Ding ist, wir haben Schach. Der König muss ziehen und jetzt holen wir uns die Figur zurück. Das ist der Trick. Und jetzt Ausgleich, ja. Das ist schwierig zu sehen. Ich möchte keinerlei Kritik üben, weder an Matteo Spatel noch an Alexander Donchenko, aber zumindest muss ich euch ja zeigen, was hier abgeht. Es kam Springer D2. Das sieht ja auch attraktiv aus. Eieiei, schaut euch das mal an, diese Gabel. Und man muss so aufpassen. Man muss so aufpassen. Der Gott sei Dank ist der Turm noch mal gedeckt, ja? Die Dame zieht nach D1. Und Schwarz tauscht hier raus. Die Dame schlägt auf F3. Und der Turm bleibt gedeckt. Springer E5. Es ist Drahtseilakt. Ja, dieser Turm muss gedeckt bleiben. Es bleibt, die Dame hängt, es bleibt nur Dame E4. Und Dame D1 wäre auch noch möglich gewesen. Schwarz tauscht hier raus auf D5. Dame schlägt D5 und Turm D8. Wir haben ein Endspiel mit einem Mehrbauern für Alexander Donchenko. Reicht das? Es kann alles passieren. Alexander provoziert. Er spielt Dame E4 und stellt sich freiwillig in diesen Abzug. Der Springer hat Abzüge, im Moment keine sinnvollen, aber das ist gefährlich. Alexander Donchenko spielt echt mit dem Feuer, ja, Springer C3, Dame E6 und Springer B5. Ja, natürlich steht Weiß besser, logisch, nur es ist ein, wie soll ich sagen, es ist ein Spiel mit dem Feuer. F5, Dame C2, A5. Und langsam fängt sich an, die Waage dann doch richtig zugunsten von Alexander Donchenko zu neigen. Aber im Blitz, ne, bei 50 Sekunden kann alles passieren. 50 Sekunden für Alex Donchenko. Matteo Spatel zockt hier schon bei 8 Sekunden. Nur man kann im Blitz, ihr wisst das alle, ja, immer was einstellen. Und jetzt, nach diesem Zug, Dame D5, knallt's auf F5. Und das muss doch reichen. Das muss doch reichen. Das sind zwei Mehrbauern. Turm F8. Das muss doch reichen. Und man kann hier tauschen.
Ja, reicht das? Oder stellt Alex noch was ein? Wir wollen es nicht hoffen. Springer D4, Springer D3, der Turm hängt. Vorsicht, Vorsicht, Turm hängt. Springer C5. B4, jawohl. Vertreibt den Springer da von diesem guten Außenposten auf C5. Springer geht wieder nach D3. B5, stark. Push him, Baby. Leute, ihr müsst doch nicht immer zögern. Der Bauer ist doch gedeckt. Ist doch ein gutes Feld für den Bauern, ja? Der Springer deckt ihn zuverlässig. Der Springer geht nach E5. Turm C7. Ich sage immer noch, es muss doch reichen. König H7. Springer F5. Druck auf diesen G7. Also wenn es jetzt nicht reicht, weiß ich auch nicht. Jetzt muss man den Bauern verteidigen. Und E4. Hold it, hold it, hold it. Luft holen. 40 Sekunden bei Donchenko, 14 Sekunden bei Matteo Spatel. Springer D3. Natürlich steht Weiß auf Gewinn, das weiß ich auch. Nur die Zeit. Und kann man hier was einstellen noch? Wir decken den Bauern. Turm B8. Zitter, zitter, zitter. F3. Stützen, stabil spielen. H5. Okay. Turm C7. Wir müssen wieder decken, ne? Der hängt ja zweimal. Ja, was zum Teufel? Mach doch was, Alex, mach doch was. Richtig, Turm B7. Wir gehen einfach auf den Bauern los. Und dann haben wir den echten Push'em Baby hier installiert. König A8. Endlich ist der Bauer gewonnen. Das muss reichen. Traut ihr dem Braten nicht? Ich auch nicht. König H2. Turm A2. Turm G6. Sehr gut gesehen. Decken hier, ne? Sonst kommen plötzlich so eine oder so eine Geschichten und es pfeift auf G2 und so. Aber jetzt hängt auch noch der G7, ne? Springer F2 und gar nicht rummachen. Leute, macht nicht rum mit dem Bauern hier. Push him, Baby! Ja, wie fast immer. Turm B2, Turm gehört hinter dem Bauern, klar. Und jetzt kann der König hier endlich mal ein Stück rauslaufen und ist nicht in irgendwelchen, ihr wisst ja, Turmspringer gibt es plötzlich manchmal Remis-Motive und so. Springer D3, König H4, Springer F4, deckt den Bauern, ja. Und jetzt nehmen wir den G7 weg. Okay, jetzt ist dann Zeit, diesen G7 wegzunehmen. Das Problem ist auch, nach Turm schlägt B6, spiele ich einfach G3. Und dann laufe ich da eben mal mit drei oder vier mehr Bauern auf den Gegner zu. Jetzt kann man den Push'em Baby abgeben, der hat seine Schuldigkeit getan, aber Matteo Spatel hat hier noch einen Schach im Korb. König schlägt H5, klar. Ja, Springer F4 Schach, König H4, Springer G2 Schach. Gibt es hier irgendwie doch noch, Leute? Man vertraut dem Braten nicht, ne? Achtung. Springer E3, was ist denn hier los? Kann man den nicht einfach nehmen? Was passiert denn, wenn man hier nimmt? Naja, dann nehme ich den Turm. Lassen wir diese Gefährlichkeiten sein. Nicht rummachen. Wir ziehen den Turm mal nach weg hier endlich, ja. Und ja, Springer F1, König F4, Springer D2, Turm B8 Schach. Immer noch muss der Braten. 9 Sekunden bei Alex. 9 Sekunden gegen 10 Sekunden. Das Drama nimmt seinen Lauf. Natürlich ist die Stellung gewonnen, aber es geht hier um Einsteller, es geht um Zeit. Push him, Baby. Fast immer die richtige Lösung. Turm B3, schon wieder hängt ein Bauer mit Schach. Springer D6. Turm schlägt F3, Alex lässt das zu, König G4. Turm muss wieder zurück, klar. Und Turm E8. Und Schwarz gab auf. Weil der Bauer läuft jetzt durch. Bis zu dem 3 plus 2 Blitzentscheid hat der Alexander Donschenko gefightet und er hat sich durchgesetzt. Er ist in der dritten Runde. Du meine Güte, das war wirklich, wirklich spitz auf Knopf. Auch Kudos an Matteo Spatel. So viel Gegenwehr, so viel Resilienz. Also. Wahnsinn, ich hoffe, ich konnte euch dieses Drama näher bringen. Ich hätte euch die anderen 10 plus 5 und noch so auch noch zeigen wollen, 5 plus 3, aber das wird ja, das wird einfach too much. Das Video ist eh schon zu lang. Ich mache Kapitel, ja. Da könnt ihr auch springen, wenn ihr möchtet. Obwohl, wenn ihr bis hier gekommen seid, dann seid ihr schon gesprungen, oder die am Anfang sagen sollen. Wie haben die anderen Deutschen gespielt? Niklas Hoschenbeet, großer Kampf gegen David Navarra. Leider, leider ging es nicht gut. Er ist ausgeschieden, der gute Niklas Hoschenbeet.
Frederik Swane, großer Kampf gegen Tscheparinow. Hat nicht sollen sein. Es hat nicht sollen sein. Auch Frederik Swane ist leider raus. Ja, war ein Remis und eine Niederlage in den 25 plus 10 Format. Schade, schade. Was kann ich noch sagen? Alexander Grischuk ist raus. Na, mit plus 8 Stellungen, alle verballert. Also Grischuk raus gegen, wer war das? Badia Daneshwar. Ja, Wahnsinn. Was haben wir denn von den Deutschen noch? Dimitri Kollers gegen Ruslan Ponomariov. Leider auch ist Dimitri Kollers auch raus. Eieiei, drei deutsche Großmeister ausgeschieden. Habe ich noch jemanden vergessen? Ich scroll mal hoch hier. Ich gucke mal eben nach. Verzeiht mir, dass ich das jetzt nicht genau im Kopf habe. Antonchenko ist weiter, habt ihr ja gesehen. Ich glaube, das war's mit den deutschen Teilnehmern, ne? Ja. Also Nakamura auch weiter, musste auch ins Tiebreak. Also wir haben Vincent Keimer, Alex Donchenko, Rasmus Swane in der dritten Runde. Und die anderen Deutschen sind leider ausgeschieden. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Anyway, ich verlinke euch noch diesen Fortschrittsbaum unten in der Videobeschreibung. Und ich darf euch nochmal erinnern, nochmal bis zum 7. läuft in meinem Shop, noch in meinem kleinen Merch-Shop, 20% auf alle Produkte. Wenn ihr Bock habt, müsst ihr im Shop oben links, glaube ich, auf so einen roten Banner klicken und diesen Rabattcode einlösen. Also jetzt reicht's aber, ne? Leute, war das spannend? Habt ihr Spaß gehabt? Ich hoffe ja. Und wenn es gefallen hat, lasst ein Abo da. Drückt die Glocke, so verpasst ihr nichts. Und ich bin zurück in der dritten Runde mit weiterer Berichterstattung. Boah, jetzt bin ich aber auch kaputt. Macht's gut so lang. Tschüss.